Auffällig ist eigentlich auch, dass hier ein überhängendes Gebirge. Die Gefängniszelle, die ich hier gebaut habe, ne, die ist teilweise hübscher als so manch anderes Zimmer. Hier bei Bad Luck steht eine Batterie mit im Zimmer. Dominikes hat überhaupt nichts im Zimmer. Anna sitzt direkt an einem Steinmetztisch. Patzer muss mit der Funke leben. Das Krankenbettzimmer ist auch total trostlos eigentlich. Und Victor schläft in der Küche. Also eigentlich hat der Liebe, derjenige, der bei uns gefangen genommen wird, mit den Blümchen und den Lichtern und so, total gewonnen. Ist eigentlich total der Pro. Ja, da hat jemand richtig gut gepokert. Also der nächste, der hier gefangen genommen wird, der darf sich freuen. Da ist schon was angebaut worden, sehr schön. Und ich habe die Hoffnung, dass das ausreicht. Hier, die mit den Ameisenbäumen, hier, die sind auch irgendwann fertig in 3.000, 4.000 Jahren. Und dann kommen wir hoffentlich an ein bisschen Holz. 110 sind schon wieder. Also Anna scheint, glaube ich, schon wieder hier diejenige zu sein, die das Lager befüllt. Wenn sie nicht gerade ist. Die Anna, das ist eine, ne? Da kommt sie schon wieder. Victor hat immer noch nichts an. Ja, wir könnten ja auch einfach mal dazu übergehen, wenn wir die ganze Zeit schon uns darüber aufregen, dass Victor die ganze Zeit nackig durch die Gegend rennt, könnten wir einfach mal sagen, wir holen uns einen Schneidertisch. Das nützliche Schneiderlein, den bauen wir auch genau dahin. Auch das ist dann wieder ein Arbeitsraum, das heißt wieder eine Stehlampe in die Ecke zimmern, damit die Leute sich wohlfühlen. Außerdem sollten wir die Objekte, die da drin liegen, entfernen. So langsam aber sicher, wenn denn jemand bald mal sich dazu bereit erklärt, da Steine zu machen, kann man es auch langsam aber sicher mal darüber überlegen, ob man nicht Bodenbelege macht. Endlich. Da immer noch das leicht strahlende Erz, wo es auch schön hier. Wobei gut, eben habe ich noch gesagt, die Gefangenenbetten, das ist ja so ein schönes Zimmer und überhaupt und sowieso. Naja, dafür müssen sie eben damit auskommen, dass da ein bisschen Uran direkt als Nachbar klopft. Hier und da mal. So, wie sieht's hier aus? Da fehlt noch der Stahl, der kommt gerade nämlich an. Sehr schön. Tada. Sehr gut. Und dann auch hier. Also es mangelt an Oberbekleidung. Sehe ich das richtig? Wir gehen das gerade nochmal durch. Jack hat nur eine Jacke. Das heißt schon mal ein T-Shirt. Zwei T-Shirt. Die sind angezogen. Haben wir alle? Sieht so aus. Also, zwei T-Shirts. Aufgaben hinzufügen. Ein T-Shirt. Ich stelle T-Shirt her. Zwei Stück. Außerdem nochmal etwas fettere Kleidung. Und da wir uns auf einem Cowboy-Ding befinden, würde ich sagen, nein, um Gottes Willen, nicht für immer. Aber mal so fünf Cowboy-Hüte. Mal gucken, wer sich dazu bereit erklärt, beziehungsweise wie sie es anstellen wollen. Denn, naja, es mangelt ja so ziemlich an allem. Ich glaube, ich schicke mal jemanden jagen. Dann dadurch ergibt sich nämlich der schöne Umstand, dass wir dann Leder haben. Und das kann dann verarbeitet werden. Am tollsten wäre natürlich einfach Stoff. Da müsste ich auch nochmal ein Agrarflächen-Dings irgendwie ausschreiben. Ich glaube, das mache ich jetzt auch gerade. Es geht voran. Ich sage, es geht voran. Eine Anbauzone. Hier oben kriegt man die verbunden zu einer großen Zone. Mehr oder minder. So. Ach du. Okay. Ja, also nicht, kriegt man nicht verbunden. Zone entfernen. Zumindest die einzelnen. Ja, jetzt kommen die sofort angerannt und wollen da Kartoffeln anbauen. Will ich aber gar nicht. Ich will da doch, Baumwolle. Da hätte ich gern Baumwolle. Und da hätte ich gerne Teufelsgarn, wobei das dazu tendiert zu verfaulen. Das ist immer sehr schade. Wir probieren es trotzdem. Go, go, go. Direkt wieder entfernt. Sehr gut. Dominikes. Wir gucken gerade mal, wie Dominikes was dazulernt. Wo haben wir es? Landwirtschaft. Da sieht man, sie übt das gerade aus. Und kriegt auch gerade Punkte dazu. Dominikes wird gleich die 7.000 voll haben. Und dann hat sie Landwirtschaft 7. Außer sie geht vorher schlafen. Ein paar Reisende befinden sich auf der Durchreise. Sehr charmant. Die könnten eigentlich mal was mitbringen. Die könnten eigentlich mal vorbeireisen und könnten sagen, hey, ihr seid so knipper, knapper, knusper, super. Boah, Mais habe ich noch nie gesehen. Krass. Hier habt ihr noch ein bisschen Blödsinn. Da, bumm, Landwirtschaft 7.
Da hat sie einfach dazu gelernt. Wo ist die eigentlich gerade? Da, die erntet. Cool. Und das ist eigentlich auch Wahnsinn, wie schnell die dazulernt. Wenn man das mal guckt, die braucht 8000 Punkte für den nächsten Level. Wie schnell die jetzt die Tausender voll kriegt, die hat schon wieder 1000 von 8000. Die wird, glaube ich, hier unser Superlandwirtschaftsminister oder so. Da sind die von der anderen Kolonie. Dann besucht, die besuchen die Kolonie, ja. Die schauen sich jetzt hier um, unterhalten sich, laufen völlig verwirrt wie aufgeschreckte Hühner durch die Gegend. Das hat nichts mit dem Zeitraffer zu tun. Gleich gehen die hier rein, essen an meinem Tisch ihr Zeug, ihr Nahrungsmittel, die sie mitgebracht haben, und dann gehen sie wieder. Und ich frage mich, warum? Du Minikess, willst du schon wieder schlafen? Faule Sau. Hier oben ist noch, muss noch. Da kann man jemand hingehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schon wieder die Stammesmitglieder. Eine Gruppe. Oh, es sind doch zwei. Wo haben die sich denn jetzt hierher gebeamt? Ey! Kurzbogen und der Pieler. Aber ich glaube, die helfen mir. Haha. Boah, da gerade mit dem Kurzbogen kann der, wollte gerade sagen, kann der mein Dings aussetzen? Ist ja krass. Leute, wie wär's, wenn ihr mir helft? Oder müsst ihr erst angekackt werden? Ist mir egal. Ich kann auch warten, bis ihr angekackt werdet. Ratatatatat. Die Pilas, ne? Das ist eigentlich tut's, es kann einem nur leid tun. Die mit ihrem Kurzbogen und mit einem Pieler greifen die mich an. Das ist. Habt ihr schon mal gesehen, wie ein Ritter der Renaissance gegen einen. Gegen irgendwie. Was macht sie denn? Die kriegt er jetzt auf den Sack. Die jagt einen Leguan. Ja dann. Wow, die hat Glück gehabt. Fang den Spacken. Zack. Willkommen in meiner Basis. Der andere ist geflohen, nehme ich an. Oder flieht? Ja, klar. Ach, Val. Du mit deinem Kurzbogen. Hast du immerhin probiert? Tendenziell, potenziell einen neuen in der Basis. Hoffentlich. So. Moment. Bad luck. Bevor du da irgendwas machst. Wo ist es? Ach du Scheiße. Jo, das wird interessant. Aber es kann funktionieren, es muss aber nicht. Der nächste, der ihm hilft, hilft ihm trotzdem hoffentlich mit Medizin. Neun haben wir noch. Der Tevi steht hier mit seiner Schrotflinte, Pistole, TMP. Und Kevin mit seiner Stahlklinge. Hat Kevin wenigstens ein Energieschild? Nee, der hat nur eine gepanzerte Weste. Später gibt es Energieschilde, das ist ganz interessant. Dann kann man Leuten mit Nahkampfwaffen ausrüsten und die haben ein Energieschild und es ist undurchdringbar, bis sie direkt vom Gegner stehen und sich im Nahkampf mit dem battlen. Und ich sag mal so, jemand, der eine MP in der Hand hat, der ist im Nahkampf relativ schlecht, der versucht sich dann mit dieser MP zu wehren und das geht eigentlich schief. Könnt ihr euch leiden oder seid ihr vom gleichen? Ihr könnt euch scheinbar leiden, sonst wärt ihr schon längst aufeinander losgegangen. Hatte ich auch schon. Ich hatte auch schon wunderbare Clan-Gefechte mitten in meiner Basis. Das war super. Die Enna. Neulich noch Lehrerin gewesen, jetzt schlachtet sie. Joey ist irgendwie langsam. Und hat nichts an. Nee, Joey ist wirklich nackt, aber er hat ein Energieschild. Super, da eben noch drüber geredet. Energieschild nackt. Minus 3. Ich bin nackt, das ist so demütigend. Joey, nimm dir die Hose mit. Ein Geschenk. Kannst du haben. Alles kein Problem, Joey. Wir sind doch hier unter Freunden. Da liegen jetzt 58 Dromedarleder. Ich glaube aber, Kleidung ist wirklich sehr anspruchsvoll. Da braucht man schon viel. Apropos, wir müssen jetzt mal jemanden abstellen, der quasi auch mal was fertigt. Zum Beispiel Bad Luck. Henchman, Gehilfe. Sehr, sehr gut. Bad Luck, du bist jetzt kein Pflanzenschneider mehr, du bist jetzt nur noch ein Jäger. Die Aufgabe ist gleich erfüllt. Und danach fertigst du bitte Dinge. Das heißt, entweder fertigt sie Steine oder sie fertigt eben Jacken. Wo ist denn Bad Luck gerade? Da kommt ja noch einer. Alter, die sind ja überall. Die übernehmen mich. Ich krieg Angst. Jetzt mal im Ernst, Bad Luck, wo bist du? Muss ich dich suchen? Da bist du, mitten in der Basis. Du jagst einen Leguan. Das klingt gefährlich und dämlich. Aber ich lass dich mal machen. Peng, peng, peng. Ta. Magst du ihn noch umbringen? Achso, er ist tot. Nichts gesagt. Und jetzt fängt sie nämlich an. Stelle T-Shirt her. So muss das sein. Was denn bitte? Vielleicht findest du das Brauchbares im Wrack. Ja.
Hirschfell. Warum nicht? Besser haben als brauchen. Patzer immer noch fleißig am Graben. Sehr gut. Wenn man auf das Ding... Was war denn das, um Gottes Willen? Eine abpsychische Welle rauscht über die Landschaft. Es scheint so, als ob ein paar Megaskarabe... Ach du Scheiße. Oh oh. Ein paar ist auch vor allem nicht gut. Ein paar ist überhaupt nicht gut. Wirklich gar nicht gut. Weil die sind... Das habe ich irgendwie in einer anderen Karte schon mal gezeigt. Megaskarabäen sind in der Masse relativ schwierig. Scheiße. Und Patzer ist zu langsam. Patzer, lauf! Lauf in Nähe des Geschützes. Ah, super. Boah, ein Biss und die war tot. Cool. Jawohl, da ballert noch das Mega-Geschütz auf ihn. Patzer, auf. Hier rein. Ah, oh, verdammt. Huch, warum geht denn die Zeit jetzt hoch? Was war denn das? Sag mal, bist du bescheuert, Alte? Ich weiß, du wolltest nur helfen, aber kannst du nicht einfach meine Leute reinballern? Verdammt. Nein, nicht einsperren. Retten. Ach, du Kacke. Was ist denn hier los? Warum gehen die denn auf meinen Gefangenen? Ach, so ein Dreck. Da, also, jetzt bin ich ja gerade ein bisschen... Nee, Nahkampf. Hier drin kann ich nicht anfangen zu schießen. Was? Sollst du die doch nicht einsperren? Du sollst auf den... Was habe ich denn hier markiert gerade? Nee, nicht das Stromkabel. Ich will Jack. So ein Mist. Also. Hoffentlich waren... Ach, du bist ja alle kaputt. Kaputt, kaputt, kaputt. Das ist ja jetzt eher unschön. Auch, ne? Verdammt. Es ist echt Mist. Gerade. Ja, die Waffe da erstmal weggehen. Die meisten Leute werden jetzt wahrscheinlich zum Reparieren gehen, weil ich nicht genug Krankenbetten habe. Jetzt kann man eigentlich nur hoffen, dass die, dass keiner von denen jetzt so schwerwiegende Verletzungen davon getragen hat. Wegen der blöden Plunze, die meint, hier schießen zu müssen. Betten benötigt. Wieso? Wieso brauche ich plötzlich mehr Betten? Ja, wahrscheinlich Krankenbetten. Ach, was ein Scheiß. Ja. Achso, Dominikes auch kein Kampfmodus mehr. Ach klar, hier vorne das Bett wurde wegassimiliert. Weil die Tür gebrochen ist. Das ist jetzt alles Gefangenenzone. Da ist noch so ein Psycho. Wie viele von denen gibt's? Oh, Leute, nee, nee. Das ist so typisch. Das ist so richtig KI, ne? Jetzt macht er die Tür auf. Ihr seht, sie öffnet sich gerade. Der kommt jetzt gleich da rein und hackt die alle kaputt. Eigentlich hätte der jetzt anfangen müssen, die Tür kaputt zu kloppen. Aber nein. Ach, was seid ihr bescheuert, ehrlich. Ja, das verdient ihr jetzt sowas von, dass der euch jetzt auf den Sack haut. Hoffentlich sterbt ihr nicht. Mann, ey. Ja, toll. Gut gemacht. Ihr nervt so ein bisschen gerade. Das ist... So ein Scheiß. Waren das jetzt wenigstens alle, oder? Sieht so aus. Oder kriegt die gerade da oben noch auf den Sack? Nee, kriegt sie nicht. Oh, da ist auch einer umgefallen. Der Tevi. Ach, wer ist denn noch einigermaßen fit? Ich kann den nicht... Nicht helfen, gerade. Boah. Cool. Warum denn 0% auf gute Qualität? Hä? Was soll das denn? Warum kriegt er keine Medizin oder was?